Willkommen zurück zu einer weiteren Runde The Forest mit meinem mutanten schlechter Freund. Bouncy. Hallo. Ich will nach hinten nochmal kurz gucken. Achso, du willst hinten nochmal gucken, okay. Ja, willst du nochmal so? Ja. Ich bin ja bei dir in der Nähe. Ich habe jetzt meine Heidelbeeren gefressen. Hab zwar jetzt keine mehr, aber. Lecker, hier liegen noch Poppenfleisch. Vom Puppet Master. Alter. Es ist hier so duster und ich habe echt gedacht, mit der Taschenlampe siehst du vielleicht ein bisschen mehr. Ja, ein Pustekuchen, ne? Ja, da siehst du mit diesem kleinen Pipselfeuerzeug siehst du 100-mal mehr als mit der Taschenlampe. Pippele. Das ist gleich noch einer. Hörst du mal auf, sie im Rücken angreifen zu wollen? Vorsicht. Wow! Das Katzen? Das klang jetzt wirklich so. Miau! Oh, in den alten Koffern sind ist Stoff drin. Oh, haben wir ja nicht schon genug, ne? Kannst du nie genug haben. Oh, da sind noch Passagiere. Okay. Ich habe hier drinnen noch ein Foto, was ich nicht aufheben kann. Kannst du das aufheben? Nee, leider nicht. Ein Kochtopf. Eine Uhr. Schon wieder spiele ich hier mit Schädeln. Keine Kettensäge? Oh. Wir finden so viel Benzin für eine Kettensäge, aber immer noch keine Kettensäge gefunden. So, hier kommt man aber nicht weiter. Schade, dass so. Man das nicht aufheben. Da hört sich an. Aber hier ist irgendwo der Bibel-Fanclub gewesen. Liegen tausende Bibeln rum. Oh, ich habe sogar schon volle Seile. Wollen wir dann tiefer runter? Ich lauf dir hinterher. Es geht hier sogar noch hoch, ne? Erstmal runter. Erstmal runter, okay. Ich versuche dir hinterher zu laufen. Solange du mir Licht spendest, ist alles okay. Und dann läufst du erstmal gegen die Wand. So, wo ging es jetzt hier runter? War das nicht hier irgendwo? Ja, das war hier hinten. Hier hinten. Alter, war das. Ich seh's nicht. Was? Nix. Ja, nichts. Du hast irgendwas gesagt. Ich sehe nichts. Ach so, nichts. Hier ging's runter. Mein Orientierungssinn funktioniert noch. Meiner nicht. Oh, da unten sind schon wieder leuchtende Schädel. Kein gutes Zeichen. Ich hab Augen auf der Schulter. Meine Rüstung guckt mich an. Oh, da muss man sich durchquetschen. Kein gutes Zeichen. Was sind wir denn jetzt hier? Hier ist ein Wasser. Haben wir das schon mal irgendwo gehabt? Nö, wir sind immer noch im unbekannten Terrain. Dein Freund. Ach, da hinten. Das hört sich nach einer Freundin. Da ist er ja. Babys. Ich höre die Babys echt nicht. Sollen die Babys sein? Ich sehe sie. Warte. Ah, jetzt sehe ich sie auch. Ach, man muss sie auch anzünden. Bin ich bescheuert. Alter, das sind doch keine Babys, Alter. Das sind irgendwelche.
Rüppelviecher. Da hinten ist noch eins. Machen die einen Schaden, ey. Das ist ja Wahnsinn. Aber halten auch nichts aus. Guck mal, Mausi. Babykopf. Da sind noch welche. Ich sehe es, ich versuche sie gerade zu töten. Aber ein Katana-Schlag und sie sind tot, ne? Zum Glück. Ich mal vor, die würden auch noch was aushalten. Oh, wir können was trinken. Also ich kann was trinken. Oh, da, ich habe gerade ein Pistolenstück noch gefunden. Okay. Glaube ich zumindest. Ja, wir werden schon wieder angegriffen irgendwo. Oder Munition war das. Munition war das. Wie das aussieht, wie der läuft. Ja, nimm das Ding doch mal weg hier. Ich will nur hier. Wo ist er denn jetzt? Ist wieder da. Jetzt kommt er wieder. Ach, da ist er. Bleib doch mal stehen. Na gut, du schaffst den schon. Du hast jetzt dein Katana. Aha. Ha. Oh, ich habe endlich mal wieder voll voll Alkohol. Ich kann endlich mal wieder ordentlich was machen hier. Oh. Auf Pfeile? Nee, auf Pfeile wollte ich das jetzt nicht. Meine ganzen Pfeile sind nicht mehr vergiftet. Ach nee. Na gut, dann machen wir Brandpfeile draus. Oh, da kann man das in die Luft sprengen, Schatzi. Ja, Sekunde. Willst du mal schmeißen? Ja, ich will gleich schmeißen. Wo? Hier, da. Ach da, okay. Na, dann halt dich fest, Mäusle. Das. Rums gleich. Jetzt höre ich fast gar nichts mehr. Bin auf einmal taub geworden. Ui. Da geht's noch weiter runter. Ja, ich komme gleich. Ich wollte nur wieder Waffe wechseln und so, ne? Nicht, dass da gleich wieder Mörderbabys kommen. Wer poltert hier so? Ich weiß es nicht. Wow. Nur ich denk, ich hab jetzt gedacht, das ist jetzt 10 Kilometer lang, fang an zu boosten und dann setzt er halt schon auf, weißt du? Hier geht's auch nicht tief runter. Ich hab auf der rechten Seite Augen. Ich hab auf der rechten Seite Augen. Oh, ich hab hier gleich alte Pistolenmunition und noch ein Bild gefunden. Ah, okay, ich komm zurück. Hier muss man sich wieder durchquetschen. Ja, hier, alte Pistolenmunition und ein Bild habe ich gefunden. Okay. Ich glaube, die Bilder müssen wir dann quasi alle mal abarbeiten, damit wir dann quasi... Ja, glaube ich auch. ...alle Dinger haben. Aber wie soll man die denn finden, ey? Das ist ja wirklich nur so ein altes Popelfoto. Das wird bestimmt lange suchen beanspruchen. So eine alte Pistole. Und da kann die nichts. Da ist die Flair besser. Boah, das wäre so scheiße. Gott, was ist das? Was ist Babys. Was? Ich bin auf Blockmodus. Ich sehe sie, warte. Ich habe auch ganz viele Molotovs. Tschüss, Babys. Hast du alle bei erwischt? Babys gehe ich kein Risiko ein. Bei Babys gehe ich kein Risiko ein. Da unten rennt aber noch jemand, ne? Ja. Der ist sogar schon schwarz geworden. Ich glaube, den hast du mitgetroffen. Du bist doch gut. Runter? Ja, du bist Chef gerade. Wenn du sagst runter, dann heißt es runter. Dann wird sein Mann gestanden hier. Ja. Da sind sogar zwei. Ja, ich hab hier den anderen. Nur noch eine. Den anderen hatte ich.
Ja, Mausi hat hier alles in die Luft gesprengt. Jetzt liegen hier nur noch Stöcke rum für uns. Die Kletterausrüstung. Nee, echt jetzt? To-Do-Liste. Das heißt, wir können jetzt klettern damit? Ja. Kletteraxt. Das sieht mega merkwürdig aus mit der... Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Hier oben ist Ende. Hier, wo ich bin. Ah. Hast du mal Platz für den Dicken? Ja. Ich habe immer Platz für dich. Ich komme hier nicht ab. Mit, eh wieder. Ach so. Eh wieder loslassen. Ah. Also den kann man sogar als Waffe benutzen? Warte mal kurz. Man kann es aber nicht kombinieren mit irgendwas. Okay, Kletterausrüstung, Katana, wird ja immer cooler hier. Jetzt hätte ich gerne bald die Taucherausrüstung. Ja, ich auch irgendwie. Achtung, Besuch! Hab schon geblockt. So, jetzt reicht's hier aber. Aber wir schnetzeln die ganz schön gut weg jetzt hier. Kein Problem. Ich hab langsam mega Hunger. Ich esse noch mal ein paar Snacks. Hast du noch genug? Ich habe nur noch zwei danach. Ich könnte dir welche abgeben zur Not. Ist aber auch eine scheiß tiefe Höhle, ey. Ja. Komm hier bald gar nicht mehr raus. Verlangen Snacks. Ja? Snacks? Lagen Snacks. Na, dann lagen Sticks, aber keine Snacks. Okay, und hier ist wieder was zum Tauchen. Ja, das Problem ist, unter Wasser wirst du nichts sehen, oder? Nee. Nee, hier hinten geht's weiter, ne? Echt? Also hier ist nichts mit Tauchen. Ah, okay. Das ist doch gut. Oh, Snacks. Sag ich doch, hier liegen manchmal Snacks. Oh, hier brauchen wir wieder die Kletterausrüstung. Man muss immer nur den Pfeilendingern da hinterher, oder wie? Huch. Was denn? Mama. Mama. Was denn? Wo bist du? Was denn? Schatzi? Bin runtergefallen. Wie hast du das gemacht? Hast du E gedrückt, oder was? Nee, ich bin irgendwie auf einmal runtergefallen. Okay. Aber ich konnte mich retten. Ah, hier ist das nächste Seil. What the hell? So. Oh, Stöcke. Hier, das Seil geht nach oben und das geht raus. Ja, es geht raus. Also willst du rausgehen oder... wieder zurücklaufen? Ich habe keine Ahnung, wo wir oben ankommen. Da war ja noch ein Gang, oder? Aber komm, meinst du, wir finden da wieder hin? Keine Ahnung. Ich habe ein bisschen Orientierung dank der Karte. Aber ich habe halt leider nicht alles gesehen, weil du mich nicht umgucken lässt. Deswegen sehe ich die Umrisse manchmal nicht richtig. Kannst du mal probieren? Nein. So, das ist... Achso, jetzt brauche ich ja wieder Kletterausrüstung.
traue mich nicht, Steuerung zu drücken, weil ich nicht weiß, ob er denn schneller wird, oder? Bisschen, ja. Ah, ich bin unten. So. Zack. So, hier war jetzt noch. Da hinten soll es sozusagen einen Kreisgang geben. Mhm. Den ich nicht gesehen hatte. Laut Karte. Ja, hier irgendwo war das, wo man im Kreis gehen konnte. Ah ja, stimmt. Hier müssten wir ja erstmal runterklettern. So war das. Dann machst du zuerst. So. Ich würde bald gerne mal die Kettensäge finden wollen. Ja, das wäre cool. So. Wieder richtig ausrüsten. Und zwar hier hinten müsste es jetzt sozusagen nochmal im Kreis gelaufen sein, wo wir jetzt nicht waren. Achtung, da geht's runter. Ja, ich hab's gerade gesehen. Das ist doch die Stelle hier, wo wir denn auch nach unten gegangen sind. Jetzt mal zur anderen Seite. Das ist doch hier die Stelle, wo wir runtergegangen sind. Echt? Ja, wo wir unten uns dann die Kletterausrüstung gefehlt hat, oder nicht? Glaube schon. Das ist jetzt bloß die andere Seite. Wir sind da drüben gewesen. Hallo. Das heißt, hier kommen wir richtig nach unten. Und hier sieht es aus, als wenn du tauchen müsstest. Aber ohne Tauchausrüstung ist hier nichts los. Man kann unter Wasser halt nichts erkennen. Kann man nicht irgendwie mit der Taschenlampe? Ist sie wasserdicht oder so? Oh, hier liegen noch Flares. Ja, cool. Muni, gleich verwenden für. So. Kann man die Taschenlampe wenigstens unter Wasser verwenden? Nee, kannst du auch nicht. Er steckt sie weg. Das sind Freunde. Das sind Freunde? Mhm. Da oben. Meine Taschenlampe ist leer. Brauchen wir neu. Vielleicht neue Batterien, weil meine ja schon fast leer war. Kann sein. Der hängt da oben fest. Haha. Wieder hoch? Ja. Weil hier brauchen wir ja jetzt Taucherausrüstung für. Die wir nicht haben. Halt auf der. Stopp, zurück. Auf der anderen Seite vom See sehe ich gerade, können wir auch wieder hoch. Da kommen wir auf die andere Seite. Oh, okay. Da, wo wir die Kletterausrüstung auch brauchten. Hört sich gut an. Ja, soll er rumflatzen. Medikamente. Gut. Wie viel hast du jetzt schon? 7% hast du schon verbraucht. Ey, nee, komm. Dafür, dass du nicht so hell bist. Kommen die hinterher. War doch die Höhle, wo wir die Kletterausrüstung noch brauchten, oder? Muss auch sagen, ja. Ich muss immer auf meinen Arm gucken und mein Arm widert mich an, da sind Augen drauf. Oh, hier waren wir noch nicht. Kassette. Mit A. Wird öffnen des Artefakts. Mittagessen mit Megan. Wir brauchen auch einen Videorekorder, oder? Und so wie es aussieht. Ich glaube, da ist ein Passagier.
Ja, da ist ein Passagier, den habe ich gerade entdeckt. Ja, und wir. Ah, jetzt. Ja, toll, ich dachte, wir kommen dann hier wieder auf der anderen Seite hoch irgendwie, aber. Anscheinend nicht. Anscheinend nicht. Das war nur mit Öffnung des Artefakts Videokassette. Wieder runter? Was sagt Captain Schnürschuh? Captain Kakapo sagt runter. Okay, Captain Kakapo. Ich folge den Tod! Oh, jo, jo. Für Captain Kakapo! Du meinst jetzt, wir können jetzt hier hochklettern, oder was? Nee, ich glaube nicht, weil dann hörst du auf die andere Habadie hoch, verstehst du? Andere Seite, so. Ach so. Wollten die deutschen Wörter nicht mehr raus? Ja, irgendwie, ne? Heute deutsche schwere Sprache. Ja, ich will auch Snacks. Will nicht immer diese blöden Computerteile hier. Die ich sowieso nicht benutzen kann, weil ich glaube, ich habe meine Bombe ja ins Katapult gelegt gehabt. Falls wir eine Uhr finden, aber das hat auch nicht geklappt. Och nö. Ich habe irgendwas quietschen gehört. Mhm. Ist das was Schlechtes? Ja, das sind die Babys. Und wo ist das Baby? Anscheinend nicht hier. Das ist gut. So, jetzt müssten wir. Wo willst du denn jetzt hin? Ich geh jetzt ja hier noch irgendwo hin. Ach so. Ah, da ist auch der Passagier, den wir eben gerade gesehen haben, glaube ich. Ja. Das heißt, hier musst du rüberspringen. Na komm, du zuerst. Ladies first. Warte, ich bin ein Kerl. Nee, heute bist du weiblich. Oh Gott. Weil du bist Mr. Kakapo. Mr. Kakapo darf weiblich sein. Okay. Da sind Babys ja, direkt voraus. Noch ein Passagier. Wie viele Passagiere gibt es denn noch? Ihr guckt doch mal auf die Liste. Es gab doch eine Passagierliste. Irgendwo konnte man die doch aufrufen. Im Handbuch? Ich glaube, im Handbuch konnte man die aufrufen. Nee. Keine Ahnung, ich finde die jetzt gerade nicht so auf Schnelle. Hast du sie? Nee, noch nicht, leider. Vielleicht irgendwo im Inventar? Das ist hier irgendwo hier. Ah, hier im Inventar. Passagierliste. Guck 24 mal, von 43. Boah. Ja. Was? 24? Du hast einen mehr als ich. Ich habe 23 von 43. Oh. Irgendwo bist du schon wieder abgebogen, wo ich ihn nicht gekriegt habe. Ja, 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 ja. Und dann hast du wieder nicht Bescheid gesagt. Mr. Kakapo. Nicht immer Bescheid gesagt. Oh, was ist das? Wir haben Errungenschaft. Errungenschaft? Was für eine Errungenschaft? Pazifist, glaube ich, stand da. Pazifist. Weißt du, rennt mit einem Katana rum und ist Pazifist, ist schon klar. To-Do-List wurde aktualisiert. Okay. Dann lass uns das mal in die To-Do-List. Ja, du lauf schon mal vor. Ich gucke in die To-Do-List. Warte hier. Erkunde Kraterhöhle, Höhle im Abgrund, hängende Höhle, heraufklettern, finde einen Weg in den Kessel, finde die vermissten Flugzeugpassagiere. Okay. Kessel? Ich glaube, wir sind im Krater. Nee, echt? Ja. Oh, hier ist noch ein Boot, Foto.
Ja, das neben dem Baum, neben dem großen Baum, das haben wir schon. Ja, das stimmt. Das haben wir schon. Das erkenne ich sogar wieder. Ja, Maus, Maus. Ich glaube, hier kommen wir nicht weiter. Wieso? Weil wir sonst in den Tod stürzen. Obwohl, nee, hier hinten ist noch ein Weg, wo man noch sich durchquetschen könnte. Alter, welcher Turmexplosion. Du hast schon wieder Babys. Ja gut, dann komm nochmal zurück. Ja, ich komm nochmal zurück, ich komm zurück. Ich esse hier nochmal kurz zwei Snacks hier und trinke eine Soda. Denn es ist schon wieder Zeit. Okay. Time has begun. Gut, machen wir jetzt hier an dieser Stelle einen klitzekleinen Cut. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also schaltet wieder ein. Und bis dann. Tschüss.